So, dann heiße ich Sie also zu dem spannenden zu der spannenden Rekapitulierung von der Transportschicht willkommen. Der Alexander ist ja sehr weit gekommen mit Ihnen, war ein bisschen überrascht, hat sie geschliffen und manche sind auf der Strecke geblieben. Aber schauen wir mal, was alles besprochen wurde. So, ganz zusammenfassend, wenn sich das hier richtig bewegt. Ja, es ist immer spannend. Okay, gucken wir also mal. So, was wurde also besprochen? Die Transportschicht wurde begonnen. Und was ist das Ziel der Transportschicht? Das sind ja immer die Fragen, die Sie wissen müssen. Was sind die Aufgaben der verschiedenen Schichten? Was machen die? Und eine Hauptaufgabe der Transportschicht ist die Adressierung von Prozessen. Das heißt, wir bekommen von oben die Anbindungsdaten, wollen also von unserem Web-Client, von unserem Browser das Paket an unseren Web-Server schicken und bekommen jetzt das vorgefertigte Paket da so und müssen es jetzt vom Web-Client zum Web-Server zustellen. Das heißt, die verschiedenen Prozesse, die auf einem Host laufen, müssen jetzt irgendwie nummeriert werden und dazu werden die Ports verwendet und bezüglich der Portnummer werden die Pakete dann beim Empfänger zugestellt. Springen wir mal am besten hier in die Übersicht. Genau, wir haben bis zu 35.000 noch was, also 2 hoch 16 Bits, 2 hoch 16 mögliche Portnummern zur Verfügung, die wir verwenden können. Und so viele Prozesse können wir theoretisch adressieren. Manche sind einfach reserviert, das geht nicht. Manche sind auch die unter 1024 sind für Administratoren oft vorbehalten, damit da kein User damit etwas anstellen kann, weil es abgesprochene Dienste sind. Aber ganz grundsätzlich kann jedes dieser Anwendungen sich einen Socket bereitstellen lassen mit seinem eigenen Port. Und wenn es ein Paket verschickt, hat dieses Paket als Absender eine Adresse und einen Port. Und der Empfänger ist auch durch den Host-Adresse gekennzeichnet und durch den Port und die Nachrichten werden zugestellt. Das ist die Grundidee. Die Zustellung der Pakete erfolgt dadurch über die darunterliegende Schicht, also die End-zu-End-Kommunikation, wie über verschiedene Knoten jetzt also das Paket ankommt. Das werden wir uns heute noch ansehen über die Netzwerkschicht, aber wir gehen einfach davon aus, dass wir die Pakete, also irgendwie, naja gut, kann ich heute nicht malen. Na gut, also wir gehen davon aus, dass die Pakete einfach in so einen Tunnel der Netzwerkschicht gesteckt werden und auf der anderen Seite beim Host ankommen und an den richtigen Prozess zugestellt werden. Das heißt, die Frage ist, welche Informationen müssen wir in diese Transportschicht-Header hineinpacken, um unsere Funktionalität der Prozessadressierung realisieren zu können und für die verlässliche Kommunikation noch Informationen reinzutun, die uns eben ermöglichen, dass die Daten zuverlässig und in der richtigen Reihenfolge und ohne Überlast ankommen. So, die einfachste Möglichkeit, die Prozessadressierung zu realisieren, ist in UDP gegeben, im RFC 768. Und da ist der Grundgedanke, dass die Pakete verloren gehen können, die Reihenfolge ist egal, dass die Pakete werden sofort losgeschickt, ist also verbindungslos und es ist so einfach wie nur möglich. Das heißt, die Informationen, die da drin auch enthalten sind, sind einfach minimal. Die Prozesse müssen adressiert werden, das heißt, wir haben 16 Bit für die Port-Adressierung bei der Absenderseite und 16 Bit auf der Empfängerseite. Das ist das Mindeste, was wir brauchen. Das, was dann noch hinzukommt, ist eine Länge für das Paket, weil wir einfach, wenn dieser Datenstrom, dieser Byte-Strom reinkommt, wissen müssen, wo endet unser Paket und wo beginnt der nächste Header. Das ist also auch ein notwendiges Feld, das finden Sie überall. Die Prüfsumme ist eigentlich optional. Also wir gehen ja theoretisch davon aus, dass die darunterliegenden Schichten die Nachrichten richtig übertragen haben oder auch nicht. Also es ist optional, weil letztlich hat man hier 16 mit über. Und da hat man sich dafür entschieden, eine Prüfsumme einzufügen, um grob zu erkennen, ob das Paket richtig ist und falls nicht, also ob es richtig fehlerfrei übertragen wurde und falls nicht, kann man da irgendwie drauf reagieren, indem man es vielleicht verwirft oder je nach Anwendung vielleicht anders drauf reagiert.
Aber die ersten drei, also die Quellportnummer, Zielportnummer und Länge, das ist relevant. Und dann kommt unser Anwendungsdatenteil, also der Payload, der eben bis dorthin geht, bis eben die Länge, die im Header angegeben war, erreicht wurde. Also sehr simpel, Prozessadressierung haben wir und die Länge des Pakets. Einen Moment. So, gut. Das ist so viel zum UDP. Dann haben wir TCP. Ja. Genau, ja, genau. Länge in Byte des UDP-Segments, genau. Also von Anfang, von dem ersten Quellbit, Quellport-Bit an bis zum Ende des Payloads. Damit wir genau wissen, wo wir eben aufhören müssen zu. Also wo wir das Paket abschneiden, also diesen Datenstrom abschneiden können und daraus ein Paket erzeugen, das wir dann an die höhere Schicht leiten. Okay, schauen wir uns also mal TCP an. Ja, das war jetzt doppelt getippt. So, wie ist TCP aufgebaut? TCP, ich bin etwas für einige Folien reingesprungen, hat verschiedene Zielsetzungen. Zum einen haben wir wieder das Ziel der Prozessadressierung. Das heißt, wir werden wieder die Ports wiederfinden. Wir wollen eine Reihenfolge erhaltenen zuverlässigen Bytestrom. Das heißt, wir werden irgendwie erkennen müssen, wo in welcher Reihenfolge tauchen die Pakete auf. Und wenn sie jetzt ihre Reihenfolge getauscht haben, müssen wir das erkennen und korrigieren können. Und wir müssen auch erkennen können, wenn Pakete zwischendurch in diesem Fluss verloren gegangen sind. Auch müssen wir, bietet TCP die Möglichkeit der Fluss- und der Überlastkontrolle. Flusskontrolle bezüglich eben des Empfängers, dass dieser nicht überlastet wird und er eben angeben kann, wie viele Daten er verträgt. Und auch Überlastkontrolle, dass das Netzwerk selbst zurücksignalisieren kann, dass es überlastet ist und der Sender seine Senderate drosseln muss. Also das ist beides, sowohl Überlast als auch Flusskontrolle dienen dazu, entweder vom Empfänger oder vom Netzwerk zurück zu signalisieren, dass der Datenfluss reduziert werden soll. Sonst geht ein Paket verloren. Okay. Die Kommunikation findet beidseitig statt, also Vollduplex. Das heißt, für die eine Richtung der Kommunikation werden Informationen, die eben für die Konfiguration dieser einen Richtung relevant sind, in der Rückrichtung mitgegeben. Das heißt, wenn der Sender an dem Empfänger eine Nachricht schickt, steckt in dieser Nachricht auch Informationen drin, die für die Rückrichtung relevant ist. Genau, eins der wichtigen Abkürzungen ist das MSS, Maximum Segment Size, ist einfach vorgibt, wie groß kann so ein Paket sein. Genau, springen wir mal rein, welche Felder wir haben. Das werden Sie bestimmt öfter noch sehen, das sollten Sie bestimmt können, weil Sie können sich vorstellen, es sind sehr beliebte Fragen, die Ihnen mal im Leben über den Weg laufen. Der wird nicht an der Supermarktkasse angehalten und fragt, welche Felder hat denn so ein TCP-Paket. So, was haben wir denn da? Erstmal haben wir natürlich obligatorisch die Ports. Den brauchen wir einfach, um die Empfangsprozesse adressieren zu können. Dann haben wir, um den Datenstrom darstellen zu können, also wo in den Datenstrom, der vom Sender in den Empfänger kommt, gehört dieses aktuelle Datenpaket hinein. Das ist die Sequenznummer, die angibt, das erste Byte, das in diesem Datenteil beginnt, gehört zu der Sequenznummer in diesem langen Datenstrom XY. Und damit wissen wir, wo dieser Datenteil, der jetzt in diesem Paket mitgeschickt wird, einzusortieren ist. Die Acknowledgement-Nummer, die gibt an, welches nächste Byte in der langen Reihe, in dem Datenstrom vom Gegenüber, wir jetzt als nächstes erwarten. Das heißt, alles bis dahin haben wir erfolgreich empfangen und unser Acknowledgement gibt an, welches wir jetzt als nächstes erwarten, welche Byte-Nummer. So, und dann haben wir wieder so eine Header-Länge, die angibt, bis wohin gehen die Optionen. Also, wir haben noch Felder für optionale. Oh, jetzt geht's. Nee, doch nicht flüssiger. Also, wir haben optionale Header-Felder.
die wir in dieser Vorlesung eigentlich nicht so besprechen, weil es gibt eine ganze Auswahl, aber wir wollen ja das Besondere, also das, den Grundgedanken kennenlernen. Aber diese optionalen Headerfelder machen das, den Header natürlich länger. Wir müssen wissen, wo endet dieses Headerfeld. Okay, dann gibt es noch einige Flags, die eben in der Kommunikation relevant sind. Wichtig ist da das Acknowledgement Flag, das angibt, dass die Nummer, die dort in dem Acknowledgement drinsteht, relevant ist. Manchmal wird es eben nicht genutzt, ist irrelevant. Reset, um den Reset Syn und Fin, um den Verbindungsauf- und Abbau zu unterstützen. So, dann haben wir noch das Empfangsfenster, das angibt, wo, wie viele Bytes können wir noch empfangen als Empfänger. Und die Prüfsumme, die sich auf das Ganze wieder bezieht, um festzustellen, ob das Paket verändert wurde durch irgendwelche Einflüsse. So, und die anderen, also Push wird nicht verwendet, Urgent wird nicht verwendet, Urgent Data Pointer wird nicht mehr verwendet, war mal irgendwann angedacht. Aber das Wichtige ist, dann kommen die Daten und diese sind eben dann dort einzusortieren, wo unsere Sequenznummer es angegeben hat. Springen wir nochmal zu der Darstellung dazu. Erstmal zu der Sequenznummer. Wir wollen ja, das ist die richtige Zahl, Moment, ja, springen wir jetzt mal. Wir wollen ja, wenn wir zum ersten Mal ein Paket losschicken, dann wollen wir quasi definieren, was wird die erste Nummer sein in unserem langen Datenstrom, den wir jetzt verwenden werden. Ja, also auf dieser Seite baut der Client zu dem Server eine Verbindung auf und teilt ihm in den Verbindungsaufbau mit, dass wenn jetzt mein genau, dass wenn ich jetzt meine Kommunikation starten werde, dann werde ich mit der Sequenz Nummer Client ISN beginnen. Das ist eine Nummer. Das ist oft eine zufällige Nummer, hat bestimmte Gründe, warum man die nicht immer bei 1 beginnt. Die ist irgendwie zufällig gewählt und der Server weiß dann, aha, wenn die Kommunikation beginnt, dann ist es das erste Byte, die in diesem langen Datenstrom erwartet wird. Also das ist die Byte-Nummer. Und das wird dann bestätigt. Das heißt, der Empfänger sagt, ich habe jetzt diesen ersten Eintrag bekommen und ich erwarte als nächstes Client ISN plus 1. Also das heißt, in diesem Byte-Strom erwarte ich jetzt das nächste Byte und ich gebe selber an, dass meine Kommunikation jetzt an dieser Stelle ist, also Server ISN, und meine Kommunikation wird da fortsetzen. So, und das bestätigt auch der Client-Host, der sagt, bis dahin habe ich alles empfangen und ich erwarte als nächstes Byte dieses Server ISN plus 1. Und beide wissen jetzt, okay, wie die zufällig gewählten Sequenzstartnummern jetzt sind. Und wenn jetzt das echte Datenpaket losgeht, dann können Sie eben vergleichen, ist es das Paket mit dieser speziellen Sequenznummer, das ich jetzt erwarte oder nicht. Und dann können Sie schon Datenverlust erkennen. Okay, also für die verlässliche Kommunikation brauchen wir, was habe ich mir notiert, 3, oder sagen wir mal, das baut sich ja also so sequenziell auf. Das erste, was wir brauchen, sind Sequenznummern. Wir müssen also wissen, wo in dem Datenstrom sind wir. Als zweites brauchen wir Acknowledgements, dass wir auch mitteilen dem Gegenüber, was wir schon erhalten haben, beziehungsweise welche Sequenznummer in diesem Datenstrom wir als nächstes erwarten. Das ist gleich. Also wir können genauso gut sagen, wir haben alles bis Sequenznummer X erhalten. Das ist gleich zu sagen, unsere nächste erwartete Sequenznummer ist X plus 1. Also Sequenznummern brauchen wir, Acknowledgements brauchen wir. Und dann brauchen wir noch einen Timeout. Wenn Pakete verloren gehen, müssen wir darauf reagieren können, indem wir eben, wenn wir kein Acknowledgement rückmelden, dass wir es bekommen haben, muss ja irgendwie rückgemeldet werden, dass es nicht ankam und das geschieht durch ein Timeout. Das ist immer so eine Backup-Lösung, also die funktioniert immer. Damit es aber etwas effizienter geht, weil auch unser Timeout oft zu lang gewählt ist, gibt es die Möglichkeit des Fast Retransmits bei TCP. Das bedeutet,
dass sie nicht eben 2 Sekunden, 3 Sekunden oder je nachdem, was mit ihrer Roundtrip-Time ausgemessen wurde, abwarten, sondern sie dem Sender 3 doppelte Axt zurückschicken. Das heißt, in Summe bekommt er dann 4 Acknowledgements zu derselben Sequenznummer. Das signalisiert ihm, ja, das ist ein bisschen verwirrend, ich sehe so ein paar verwirrte Gesichter, aber das sind 3 Duplikate eines Acknowledgements oder 3 doppelte Axt. Das bedeutet, Sie haben mal 1 bekommen und dann kriegen Sie noch 3 Duplikate desselben Acknowledgements, also in Summe 4 eben. Und das signalisiert ihm, dass ein Paket eben mindestens 1 verloren gegangen ist und er dieses schicken soll. Und diese Rückmeldung geschieht eben schneller, als wenn Sie auf einen Timeout warten würden. Das beschleunigt die Übertragung ein bisschen. Okay. Damit hätten wir schon mal eine Möglichkeit, verlässlich zu kommunizieren. Also verloren gegangene Pakete werden erneut geschickt. Die Reihenfolge der Pakete wird eingehalten, indem eben erzwungen wird, dass die Pakete immer in der richtigen Reihenfolge ankommen. Also Pakete, die danach angekommen sind. Also hier haben wir zum Beispiel Sequenz 192. Das wurde bestätigt. Dann kommt im Acknowledgement, dass ab Sequenz Nummer 100 das Paket der Datenstrom erwartet wird. Jetzt kommen aber 3 Pakete, die nicht in diese Reihenfolge reinpassen. Die werden immer wieder abgelehnt. Und erst wenn das richtige Paket kommt, wird bestätigt, dass das nächste erwartet wird. Also das ist das Simpelste, was man machen kann, dass man einfach alle neueren Pakete, die nicht in die Reihenfolge reinpassen, man verwirft und bittet, das erneut zu schicken. Und damit hätten wir die verlässliche Kommunikation, die richtige Datenreihenfolge. Und was wir jetzt noch zusätzlich machen in TCP, ist eben eine Flusskontrolle, dass wir den Empfänger nicht überlasten wollen. Das geht ganz simpel, hatte der Alexander auch erwähnt, dass man dem Sender mitteilt, wie viel man noch empfangen kann. Das heißt, es gibt so ein Datenfeld, hatten wir ja gesehen, in unserem TCP-Header, da steht drin, das ist unser Receive-Window und das teilt mit, wie viel Byte wir noch zu empfangen bereit sind. Und wir dürfen halt nur als Sender nur so viel absenden, dass das Receive-Window nicht überlastet wird. Das heißt, Receive-Buffer abzüglich das, was schon abgeschickt, aber noch nicht acknowledged wurde. Genau, ich glaube, das Beispiel hatten Sie. Also man teilt erst Services mit als Receiver, dass man bereit ist, noch 2 Kilo, nee, dass man als erstes noch 4 Kilobyte bereit war zu speichern, das teilt man nicht mit, dann bekommt man die ersten 2 Kilobyte, dann ist man noch bereit, 2 weitere zu bestätigen, das ist die zweite Nachricht, und sobald die voll sind, dann ist das Receive-Window eben auf 0 gesunken, das wird mitgeteilt, indem man quasi bestätigt, dass man die Daten bekommen hat, aber dass das Receive-Window eben leer ist, und sobald das Receive-Window eben wieder Puffer hat, wird es wieder signalisiert und dann kann es gefüllt werden. Also ein ganz simples Feedback-System, das dem Sender eben immer mitteilt, wie viel der Empfänger noch bereit ist zu empfangen. Sehr direkt, Ende-zu-Ende-Mitteilung, Ende-zu-Ende-Feedback. Okay, ich glaube, das ist auch recht nachvollziehbar, wie viel man gerade senden kann. Also Ihre Sequenznummer, also hier unten haben wir den Datenstrahl, oder so gesehen aus Ihrer Sicht, der kontinuierlich läuft. Unser Sequence-Number sagt, wo aktuell dieses aktuelle Paket einzusortieren ist. Das, was wir vom Empfänger als Acknowledgement bekommen, das ist das, was er erwartet als nächstes, also welchen Datenteil er in diesem Datenstrahl erwartet. Und unser Window begrenzt quasi von dem Acknowledgement bis zu dem Window-Ende, wie viel gesendet werden darf in Summe. Okay. Und dann sind Sie stehen geblieben bei der Überlastkontrolle, das war das letzte Element bei TCP, welches eben als Ziel hat, zu erkennen, dass das Netzwerk selbst nicht in der Lage ist, den Datenverkehr durchzuleiten, weil es da irgendwelche Bottlenecks gibt und deshalb der Sender seine Übertragungsgeschwindigkeit drosseln muss. Also es kann sein, dass Sender A und die Empfänger, also dass die Sender und die Empfänger lokal genug Bandbreite haben, das zu verarbeiten.
also unser Receive Window nicht der limitierende Faktor ist, aber irgendwo im Netzwerk eben die Router und die Puffer, die da sind, zu eng sind und Pakete verloren gehen. Das wäre natürlich unsinnig, wenn der Sender, wenn der Sender seine Übertragung unverändert fortführen würde, weil die Pakete würden einfach verloren gehen. Das heißt, er soll irgendwie erkennen, ohne dass der Empfänger beteiligt ist, dass das Netzwerk überlastet ist. Und es gibt eine Möglichkeit, das eben zu realisieren. Und die Rückmeldung, die da zur Verfügung steht, ist letztlich nur, wie häufig müssen Pakete neu verschickt werden. Und müssen die Pakete durch einen Fast Retransmit neu geschickt werden oder durch einen Datenverlust, also durch einen Timeout. Und wenn eben so ein Timeout auftaucht und Fast Retransmit auftaucht, obwohl der Empfänger nichts signalisiert hat, dass er überlastet ist, dann muss es ja irgendwo im Netz geschehen sein. Und das ist so ein Anzeichen, aha, das Netz ist überlastet, es liegt nicht am Empfänger, es kommt dennoch zu Datenverlust und Retransmits und Timeouts. Daher muss der Sender seine Übertragung drosseln. Und wie macht er das? Das macht er, indem er ein eigenes Congestion Window hat, das ihm angibt, wie viele Daten er gleichzeitig ins Medium senden kann, ohne Acknowledgement. Ja, das ist so eine Senderlimitierung, die vom Sender selbst verwaltet wird. Das, was er letztlich aussenden kann, ist maximal das, was er sich als Congestion Window selber auferlegt hat, das ist seine eigene Limitierung, und das, was ihm vom Empfänger vorgegeben wird als Receive Window oder Advertised Window. Das heißt, das, was kleiner davon ist, das ist sein Maximum, was er gerade senden kann. So, und seine persönliche Limitierung, dieses Congestion Window, das ergibt sich aus der Beobachtung, wie viele seiner Pakete eben verloren gehen. Und das Vorgehen ist wie folgt. Also ganz prinzipiell verwendet man so ein Additive Increase, dass man eben sich für jedes Acknowledgement, das man bekommt, oder anders gesagt, wir betrachten immer die Zeitfenster pro Roundtrip-Time. Also wir senden einen Datenwust aus, also bis zu unserem Congestion-Window, das sind dann x Pakete. Und wenn alle, die bestätigt wurden, also einmal hin, einmal zurück, das ist ein Roundtrip-Time, wenn das alles bestätigt wurde, dann erhöhen wir unser Congestion-Window um 1, Additive Increase. Dann schicken wir also um 1 erhöhtes Congestion-Window an Paketen wieder los, zack. Einmal hin, einmal zurück, die Acknowledgements, ein Roundtrip-Time ist vorbei. Und wenn alles bestätigt wurde, erhöhen wir wieder die Menge, also dieses Congestion-Window um 1. Und deshalb sehen Sie hier diese linear steigenden Graphen, die angeben, wie unser Congestion-Window über die Zeit steigt, also von Roundtrip-Time zu Roundtrip-Time. Wenn aber jetzt ein Datenverlust auftaucht, dann halbieren wir unser Congestion-Window. Das heißt, wir multiplizieren den Congestion-Window mit 0,5, also es ist ein Multiplicative Decrease. Und dann hat man eben so einen Sägezahnverlauf, dass sich langsam an die mögliche Bandbreite im Netzwerk annähert und dann, sobald es eben erreicht wird, sobald der erste Datenverlust auftaucht, zack, dann wird es halbiert und wir beginnen unsere Annäherung erneut. Okay, nun ist aber so, dass dieses, gerade wenn Sie eine hohe Bandbreite haben, es recht lange dauert, bis Sie ans Ziel drankommen. Ja, also nehmen wir mal an, wir würden mit einem Congestion Window von 1500 Bytes beginnen, also so eine normale MSS, also Maximum Segment Size. Das ist ja ein Datengramm, also das sind 1,5 Kilobyte normalerweise. Und wenn Sie es einen Roundtrip-Time geschafft haben, dann dürfen Sie 2 Pakete senden. Und dann wieder ein Roundtrip-Time, dann dürfen Sie 3 Pakete senden. Das ist richtig langsam. Damit Sie eben schneller an das Ziel herankommen, an die Bandbreite im Netzwerk, gibt es ein Verfahren, das heißt Slow Start. Ich finde den Namen noch richtig schlecht gewählt, das hat mich immer verwirrt, weil es eben nicht dazu führt, dass der Start slow ist, sondern es adressiert den Slow Start und macht es schneller. Also das Verfahren
beschleunigt eigentlich den Start und bekämpft den Slow Start. Aber naja, also ein bisschen, der Name ist schlecht gewählt, aber das Verfahren dient eben dazu, den Start und die Übertragungsgeschwindigkeit anfangs zu beschleunigen. Und der Grundgedanke ist, dass sie eben sehr lange brauchen, um da hinzukommen zu dem Ziel und eben in der Anfangszeit exponentiell wachsen dürfen. Und exponentiell wachsen sie eben, indem sie pro Roundtrip-Time nicht nur um 1 wachsen, sondern in einem Roundtrip-Time schicken sie ja x viele Pakete aus und sie bekommen x viele Acknowledgements zurück. Und beim Additive Increase, würden sie in der Roundtrip-Time ihr Congestion-Window nur um ein Maximum Segment Size erhöhen. Beim Slow-Start ist es aber so, dass sie pro Acknowledgement ihr Congestion-Window um ein Maximum Segment Size erhöhen. Das heißt, wenn sie 4 Segmente aussenden und sie kriegen 4 Acknowledgements zurück, dann steigt ihr Congestion-Window auch um 4 Segmente, also um Maximum Segment Sizes. Und dann senden sie in der nächsten Runde 8 Segmente aus und sie bekommen 8 Acknowledgements rein. Und um 8 Maximum Segment Size erhöhen sie dann wieder Congestion Window. Also wirklich pro Roundtrip Time verdoppeln sie ihr Congestion Window. Das heißt, das hat man echt exponentielles Wachstum. Und das macht man bis, irgendwo muss es ja eine Grenze haben, und der Threshold ist die Hälfte des früheren maximalen Congestion Windows. Das heißt, man fliegt noch so eine Variable mit, wie unser Maximum Congestion Window in der letzten Runde war, und bis zu diesem Threshold geht man. Und dann sieht es eben so aus, dass man bei 1 beginnt, einem Maximum Segment Size, und wenn das bestätigt wurde, darf man 2 verschicken, wenn das bestätigt wurde, dann 4 Segmente und danach 8, und dann haben wir vielleicht unser Threshold erreicht, und ab da geht es additiv weiter, bis wir eben einen Datenverlust erfahren. Und nun kommt es darauf an, wie wir darauf reagieren, also welche Art von Datenverlust es war, ob es jetzt drei doppelte Acknowledgements waren, also 4 Acknowledgements in Summe, oder ob wirklich ein Timeout eingetreten wird. Ist bei einem vierfachen Acknowledgement bedeutet es, naja, die Acknowledgements kamen ja doch durch. Das Netzwerk hat zwar ein Paket verworfen, aber die nachfolgenden wurden bestätigt. Das heißt, es kommen Pakete noch durchs Netz. So schlimm ist es nicht. Das heißt, in diesem Fall, wenn es noch nicht so schlimm ist, wird unser Congestion Window nur halbiert und unser Threshold auf diesen neuen Wert gesetzt. Das heißt, das Threshold gibt ja immer an, bis zu welcher Grenze man quasi sicher exponentiell steigen kann. Okay, wenn aber ein Timeout eingetreten ist, dann kamen auch die Acknowledgements nicht durch und dann kamen auch die Pakete, die danach gesendet wurden, nicht durch. Das ist schon ziemlich schwerwiegend. Dann sollte unser Congestion Window wieder auf 1 gesetzt werden, damit wir uns von Grund auf neu herantasten können, weil es ging ja katastrophal was schief, nicht mal ein Paket kam durch oder nicht mal 3 Acknowledgements kam durch. Das heißt, wir kommen gleich noch zu Beispielen. Wir haben entweder das Verhalten wie in Blau dargestellt, nach einem Timeout, dass wir dann wirklich auf 1 fallen, unser Threshold auf die Hälfte setzen von dem Wert, den wir vorher hatten. Oder, wie in dem schwarzen Beispiel, dass wir auf die Hälfte gehen und dennoch unser Threshold dorthin setzen und ab da additiv weitergehen. Okay, das heißt, es gibt einige Fallunterscheidungen, wie sich ihr Congestion Window verhält in Abhängigkeit von den Acknowledgements, die sie bekommen, und in Abhängigkeit von den verloren gegangenen Paketen, die sie beobachten. Wenn ihr Congestion Window kleiner ist als der Threshold und sie in der Slow-Start-Phase sind, dann wächst ihr Fenster exponentiell pro Roundtrip-Time, wenn alles acknowledged wird natürlich. Wenn sie wenn sie kleiner als Threshold sind und sie haben keine Slow-Start-Phase, eigentlich haben wir in den Beispielen, glaube ich, immer die Slow-Start-Phase. Naja, okay, also nehmen wir mal, sie sind jetzt
plötzlich über, der Thresh, über den Threshold, die Entweder-Additive oder mit der Slow-Start-Phase, und sie sind jetzt über dem Threshold. Dann sind sie in der sogenannten Congestion Avoidance Phase, und es kann sowohl in dieser als auch in der vorigen eben passieren, dass Pakete verloren gehen. Das kann sein, entweder durch drei Duplicate Acts. Dann halbieren sie nur ihr Congestion Window und setzen den Threshold auch auf diesen Wert. Oder wenn ein Timeout aufgetreten ist, dann gehen sie auf die 1 runter und setzen den Threshold auf ihr früheres Maximum durch 2. Also so wie es eben in diesem Beispiel gezeigt wurde. Also diese drei Phasen haben sie letztlich unter dem Threshold oder über dem Threshold, und sie haben Datenverlust. Und die eine Phase heißt Slow Start und die andere heißt Congestion Avoidance Phase. Okay. Nochmal die Fallunterscheidung. Also das sollten Sie schon üben. Ich glaube, dazu gibt es auch eine Übung, in der Sie das nochmal durchspielen. Slow Start Phase ist eben, wenn Sie unter dem Threshold sind. Der Begriff, wenn Sie über dem Threshold sind, das ist die Congestion Avoidance Phase. In der Slow Start Phase haben Sie pro Acknowledgement ein Maximum Segment Size dazu bekommen, damit Ihr Congestion Window quasi exponentiell wächst pro Rounded Time. In der Congestion Avoidance Phase, wo Sie additiv und linear wachsen, dann bekommen Sie pro Roundtrip Time nur ein MS, also Maximum Segment Size dazu. Das heißt, die komplette bisherige Congestion Window Size muss bestätigt werden, um ein Maximum Segment Size zu bekommen. Naja, und wenn eben die zwei Fälle des Datenverlusts auftreten durch drei doppelte Acts oder durch Timeout, wird, wie eben beschrieben, auch der Congestion Window angepasst und unser Threshold auch angepasst. Und wenn wir noch nur ein doppeltes Acknowledgement bekommen, noch keine drei, dann zählen wir einfach. Ja, ich glaube, das sind alles die kompletten Fälle, die auftreten können, die relevant sind für die Übung. Und das müssen Sie sich etwas verinnerlichen. Wir werden aber auch Beispiele dazu haben. Erstmal besprechen wir noch einen Punkt zum Thema Datendurchsatz und zu Fairness. Und dann haben wir ein paar Beispiele. Okay. Eine Frage: wie ist denn die Bandbreite, die durchschnittliche Bandbreite bei TCP, wenn Fenstergröße und Roundtrip-Time gegeben wird? Und wenn wir jetzt eben eine Fenstergröße haben, Congestion Window Size, und es tritt ein Verlust auf, dann wird es ja letztlich halbiert. Ja, also genau nach dem Verlust, das ist nicht ganz klar, aber der ist auch gar kein. Ah, jetzt geht's doch. Okay, also wenn wir keinen Datenverlust haben, dann ist es ist unser Durchsatz. Ah, jetzt geht's ja vielleicht. Dann ist dies unser Durchsatz. Das ist der Fall ohne Datenverlust. Ja, also pro Roundtrip Time kriegen wir Congestion Window viele Bytes durch. Wenn aber jetzt ein Datenverlust auftritt, dann wird unser Wert halbiert. Genau. Und dann kriegen wir nur noch die Hälfte durch. Und dadurch, dass wir so ein angenommenes Maximum haben an Bandbreite, das wir nicht kennen im Netzwerk, das ist hier mal so dargestellt, tasten wir uns da heran. Dann kommt ein Verlustereignis, dann geht es zur Hälfte runter und dann gehen wir wieder hoch und dann fällt es wieder runter und dann geht es wieder hoch und es geht wieder runter. Und hier unten ist quasi eine Bandbreite von 0. Das heißt, wir wackeln mit unserem Sägezahn immer zwischen 50% Datendurchsatz und 100% Datendurchsatz hin und her, und der Durchschnitt davon ist eben 75%, also 0,75 mal maximalen Congestion Window geteilt durch Roundtrip Time. So, und wenn wir jetzt mal verschiedene Werte dafür einsetzen, ja, also was bedeutet das denn? Wie wirkt sich denn zum Beispiel eine lange Leitung aus oder ein hoher Datendurchsatz? Dann kann man eben berechnen, wie kritisch ein Datenverlust ist. Also wenn wir zum Beispiel ein Maximum Segment Size von 1500 Byte haben, Roundtrip Time von 100 Millisekunden, und wir schicken 100 Gigabit pro Sekunde los,
Dann bedeutet das, dass wir 83.000 Maximum Segment Size an Daten aktuell auf dem Medium haben müssen, also im Netzwerk unterwegs haben müssen, damit wir diesen Durchsatz schaffen. Und das bedeutet, dass die Verlustrate alle 20 Milliarden Pakete dürfen wir ein Paket verlieren. Und das ist schon sehr gering. Also es kommt wirklich darauf an, ob das so realisierbar ist, weil wir einfach sehr viele physikalische Effekte noch mit drin haben. Das heißt, es gibt auch noch weitere TCP-Varianten für Hochgeschwindigkeitsnetze, die etwas robuster sind in manchen Aspekten oder die schneller da herankommen an den maximalen Durchsatz. Aber wir betrachten ja nur den Grundgedanken von TCP. Noch ein Wort zu der TCP-Fairness, weil die Frage ist ja, gut, jetzt haben wir verschiedene Sitzungen, und zwar K viele TCP-Sitzungen aktiv und alle teilen sich denselben Engpass, also hier das den Link mit einer Kapazität von R Bytes pro Sekunde. Und dann wollen wir ja letztlich, dass alle ungefähr den gleichen Durchsatz bekommen. Wie würde es denn in UDP aussehen? Sagen wir mal, in UDP würde der hier mit 100 Bit pro Sekunde oder... Nein, das klappt nicht. Also sagen wir, der obere sendet mit 100 Megabit pro Sekunde und der obere mit 1000. Dann nehmen sie ja keinen Einfluss aufeinander. Beide versuchen, über denselben Datenkanal zu gehen und beide kommen zu diesem Engpass. Und der 10-mal mehr sendet, der hat halt 10-mal mehr Pakete in dem Puffer des Routers und kriegt eben einen 10-fach höheren Durchsatz als der mit dem schwächeren Sendeleistung. Das ist wirklich ein Konkurrenzverhalten und wer am schnellsten und am meisten sendet, der kriegt auch mehr Durchsatz. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen letztlich, dass alle eine durchschnittliche Rate bekommen, die gleich ist für alle. Also es soll wirklich fair sein. Und warum ist TCP fair? Dazu haben wir mal dieses Bild, das ist einfach zwei Durchsätze miteinander vergleicht. Wir haben einmal Durchsatz der Verbindung 1 und sagen wir mal, und unser R, das ist der maximale Durchsatz, den wir haben können. Also die Summe zwischen Verbindung 1 und Durchsatz von Verbindung 2 ist in Summe maximal immer R, also über diese Linie kommen wir nicht hinaus. Entweder hat Verbindung 1 maximalen Durchsatz und Verbindung 2 hat 0, oder Verbindung 2 hat maximalen Durchsatz und Verbindung 1 hat 0, oder beide haben ein halb R. Also ich glaube, Sie verstehen das Prinzip. Und das Besondere ist, dass egal wo wir mit Verbindung 1 und Verbindung 2 anfangen, wir pendeln uns richtig ein. Schauen wir uns das erstmal an. Also wir gehen erstmal davon aus, dass Verbindung 1 so viel Bandbreite hat, also R halbe, und Verbindung 2, sagen wir mal, 10% von R hatte. So, ja. Und dadurch, dass beide genügend Bandbreite haben, wachsen beide additiv. Das heißt, sie bewegen sich in der Summe nach schräg rechts und irgendwann überschreiten wir die maximal verfügbare Bandbreite in dem Netzwerk und beide müssen jetzt ihre Bandbreiten halbieren. Wenn die erste Verbindung die Bandbreite halbiert, dann fällt es von diesem Punkt hier auf die Hälfte, da, und genau, das war Verbindung 2 und Verbindung 1 halbiert auch, das heißt, wir sind jetzt in diesem neuen Punkt. Und nun steigen sie wieder beide additiv und wenn sie das erneut halbieren, dann kommen sie dem Optimum beide näher, weil der eine höhere Bandbreite hat, gibt mehr ab, als der weniger Bandbreite genutzt hat. Und dieser Unterschied zwischen den beiden Bandbreiten wird immer kleiner, je öfter eben so eine Halbierung des Congestion Windows auftritt, weil eben der mehr hatte, auch mehr abgibt. Okay, also wenn wir ganz allgemein uns das mal betrachten, hat eben dieses Prinzip Additive Increase, Multiplicative Decrease dieses Verhalten, dass wir uns immer weiter dem Optimum nähern, bei dem eben
beide Datendurchsätze gleich werden. Und wenn jetzt ein drittes Element hinzukommt, eine dritte Verbindung, dann wird es genauso sein, dass sich das mit der Zeit einpendelt und am Ende alle gleich viel Bandbreite haben. Kann man beliebig oft simulieren, so sieht das aus. Also selbst wenn der eine mit, ich weiß nicht, also in Summe haben die 25, also in Summe haben sie 50 Einheiten pro Sekunde an Bandbreite und der eine hat zuerst alles und der andere nichts, dann kommt es eben zum Datenverlust, denn mit der höheren Bandbreite gibt mehr ab und es pendelt sich mit der Zeit eben gleich ein. Wenn wir jetzt Additive Increase, Additive Decrease hätten, also das heißt, die Abnahme der Bandbreite nur additiv wäre, also es geht hoch und geht wieder runter, aber nicht multiplikativ, dann würde sich das so auswirken. Das heißt, unser Datenstrom X hätte hier in diesem Fall wenig Bandbreite, Datenstrom Y hätte viel Bandbreite. Es geht erstmal hoch, solange beide noch Bandbreite bekommen können, und dann wieder zurück, und dann wieder hin, und dann wieder zurück. Und wenn es beidseitig nur additiv ist. Das heißt, das ändert sich dann nicht mehr, das nähert sich nicht dem Optimum an. Das wird eben so verbleiben. Daher ist es eigentlich ganz sinnvoll gewählt, mit der Fairness, dass das TCP eben dieses Additive Increase, Multiplicative Decrease verfolgt, weil alle TCP-Anwendungen dadurch die gleiche Bandbreite auf einem Gerät letztlich bekommen. So, jetzt kann es aber natürlich passieren, dass Sie nicht nur TCP-Verbindungen laufen haben, sondern allgemein auch UDP-Verbindungen parallel haben und Sie sich dann nicht daran halten. Das ist natürlich nicht berücksichtigt von TCP, also es ist nicht so, dass TCP darauf reagieren kann. Also wenn andere UDP zum Beispiel Anwendungen sich zusätzliche Bandbreite nehmen, dann werden alle TCP-Verbindungen gleichzeitig, die auf dem Gerät noch sind, benachteiligt. Naja, es gibt dazu auch noch Forschung, wie man UDP TCP-friendly gestalten kann, aber hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Früher gab es noch Web-Downloader, ich weiß nicht, ob die das mal irgendwann genutzt haben. Dadurch konnten Sie mehrere, also wenn Sie eine große Datei runterladen wollten, dann hat es Ihnen zur Verfügung gestellt, dass es nicht nur an einer Stelle die Datei runterlädt, sondern an zwei, drei oder mehreren Stellen. Das heißt, Sie konnten früher mehrere TCP-Verbindungen öffnen, um gleichzeitig eine Datei runterzuladen. Und der Grundgedanke war, dass wenn Sie 10, sagen wir mal, Sie hatten 9 TCP-Anwendungen vorher und jetzt kommt Ihre 10. dazu, da bekommt ja jede 1/10 des Datendurchsatzes. Wenn Sie jetzt aber 11 neue TCP-Verbindungen anlegen, das heißt, Ihr Download-Manager kontrolliert die Hälfte der TCP-Verbindungen auf dem Gerät, dann bekommt es auch anteilig eben dementsprechend viele. Das heißt, jede TCP-Verbindung bekommt den gleichen Anteil und je mehr TCP-Verbindungen Sie haben, desto mehr können Sie letztlich auch runterladen. Wissen Sie, warum man das jetzt heutzutage nicht mehr so hat? Oder nutzen Sie Download Manager, um irgendwas noch runterzuladen? Das war früher so ein Vehikel, um Dienstgüter zu erreichen, also um mehr Bandbreite zu bekommen. Warum braucht man das heutzutage nicht mehr im Vergleich zu Zeiten vor 10 Jahren? Ne, früher wollten Sie vielleicht so eine MP3-Datei runterladen, die war gigantische, 4 Megabyte groß. Da mussten Sie da irgendwie 4 Minuten, 5 Minuten warten. Haben Sie jetzt eine andere Möglichkeit, Ihren Bedarf nach 4 Megabyte zu befriedigen? Warum? Also,
Genau, also ihre Bandbreite, die ihnen zur Verfügung steht, ist einfach gewachsen. Also früher hatten sie geringe Bandbreite, deshalb mussten sie das alles möglichst rauskitzeln, was da rauszukitzeln war, aber jetzt haben sie einfach genug Bandbreite. Das werden Sie auch sehen. Wir werden auch so ein Kapitel haben zum Thema Dienstgüte, welche Tricks es da gibt, um eben hier ein bisschen Echtzeitfähigkeit, da ein bisschen mehr Bandbreite rauszukitzeln. Aber eins der Ansätze für Dienstgüte ist einfach Overprovisioning, einfach mehr Qualität, mehr Leistung anzubieten, mehr Bandbreite, kürzere Verbindungen, und bisher hat es sehr gut funktioniert. Also bisher sind wir an Dienstgütemechanismen im Netz und der Aufweichung der Netzneutralität vorbeigekommen, weil einfach mehr Bandbreite immer alles gelöst hat. Aber gut, so als kleiner Abstecher. Okay, schauen wir uns nochmal so die ganzen Beispiele mal an. Also jetzt hatten wir DCP komplett kennengelernt. Wir kennen unsere Ports, unsere Sequenznummer, wir haben unsere Acknowledgement-Nummer, wir haben unser Congestion-Window für die Überlastkontrolle. Schauen wir nochmal, wie das mit einem Beispiel funktioniert. Wir sind also erstmal im Slow Start, wir senden ein Segment aus, bekommen ein Acknowledgement zurück. Auf wie viel steigt unser Congestion Window? Was schlagen Sie vor? Zwei, ja. Genau. Ja. Genau, und das heißt, unser Congestion Window ist 2, das heißt, wir können 2 Pakete auf den Weg schicken ohne Acknowledgement, wir schicken beide ab und warten auf Acknowledgement. Jetzt kommt ein Acknowledgement, das beide bestätigt, das heißt, so ein Acknowledgement in TCP beschreibt ja immer, was das nächste Paket ist, das erwartet wird, dadurch alles zuvor gilt als bestätigt. Jetzt sind beide bestätigt worden, auf wie viel setzen wir unser Congestion Window jetzt? Ja? Sehr gut, auf 4. Genau, und jetzt dürfen wir also 4 Pakete auf den Weg schicken, ohne Bestätigung, und die schicken wir auf den Weg, und die werden auch bestätigt, und wir können es auf 8. Super. Das heißt, pro Roundtrip-Teil einmal hin, einmal zurück, verdoppelt sich unser Wert. Jetzt nehmen wir mal an, unser Congestion Window, unser Threshold ist auf 8 gewesen. Wir sind jetzt also bei 8 angekommen. Ab jetzt dürfen wir 8 Pakete losschicken. Wir schicken alle 8 los. Und wenn wir jetzt in die Fallunterscheidung reingehen, bekommen wir ja insgesamt auch 8 Acknowledgements zurück. Die Fallunterscheidung sagt uns aber, Moment, habe ich eine Foliennummer? Habe ich natürlich nicht. Die Fallunterscheidung sagt uns, dass wir, nur 1/8 Maximum Segment Size pro Acknowledgement bekommen. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist unser Congestion Window vorher, und pro Acknowledgement bekommen wir ein Maximum Segment Size geteilt durch Congestion Window. Wir müssen es frei interpretieren, was da steht. Also, das heißt, erst wenn wir alle 8 bestätigt bekommen haben, steigt unser Congestion Window um 1. Und dann dürfen wir 9 losschicken. Und dann schicken wir 9 los, und erst wenn alle 9 bestätigt wurden, steigt unser Congestion Window um 1. Und das geht jetzt unendlich weiter, bis eben wir super viel Glück haben, unsere Bandbreite unlimitiert ist oder irgendwann ein Paket verloren geht. Genau. So sieht das daneben aus. Oder Moment, geht es dann? Also, das sind die Optionen. Entweder wir haben super viel Glück und unsere Bandbreite ist unlimitiert. Oder das Paket geht verloren. Oder was könnte noch passieren? Wann müssten wir noch unsere Übertragungsgeschwindigkeit einschränken? Genau, wenn der Empfänger uns mitteilt, dass er nur noch, sagen wir, er teilt uns mit, dass er 9 Einheiten, also an Maximum Segment Size, das muss man dann in Bytes umrechnen. Sie müssen ein bisschen mental mitdenken. Ne, dass die Congestion Window gibt uns ja die Anzahl an Maximum Segment Sizes an. Das ist aber teilweise 1,5 Bytes, und unser
Empfänger teilt uns aber in Bytes mit, wie viel er bereit ist zu empfangen. Und das Minimum davon dürfen wir senden. Also entweder ist unser Congestion Window kleiner oder das Empfänger Window ist kleiner und mehr als der Empfänger empfangen kann oder das Netzwerk verarbeiten kann, dürfen wir halt nicht senden. So, das kann halt noch als limitierender Faktor hineinkommen. Und das sind halt die ganzen Beispiele, die eben auftauchen können. Sie haben einen Threshold irgendwo, bis dahin steigen sie rapide an. Es kann sein, dass zwischendurch eben ein Timeout auftaucht, dann fallen wir zurück auf 1. Beim Timeout fallen wir immer auf 1 zurück und verwenden dann als neuen Threshold die Hälfte von dem Maximum, das wir vorher hatten. Das heißt, unser Threshold geht hier los. So, bis zu diesem Threshold haben wir wieder Slow Start mit dem schlecht gewählten Namen. Und ab da eben Congestion Avoidance, das ist die Phase über dem Threshold. Da steigen wir additiv, da kommt es wieder zum Timeout und zack, wir fallen wieder auf nichts, also auf 1 und halbieren unseren Threshold zu dem früheren maximalen Wert. Okay, das ist das Beispiel ohne Fast Retransmit. Mit Fast Retransmit hatten wir das Beispiel, dass wir so lange auch in unserem Additive Increase oder eben in unserem Slow Start Phase sind, ganz normal unseren Congestion Window anpassen. Das ist ja unabhängig von diesem Fast Retransmit. Aber sobald wir viermal ein Acknowledgement für dasselbe Paket bekommen, das heißt 3 Duplicate X, haben wir die Information bekommen, aha, da ist ein Paket verloren gegangen, wir wissen genau welches eben als nächstes empfangen wird, erwartet wird. Und wir reagieren darauf so, dass wir unseren Wert nicht auf 1 senken, sondern auf die Hälfte und auch den Threshold auf diesen neuen Wert setzen. Und da wir schon über den Threshold sind, sind wir in der Congestion Avoidance Phase. Hier stellen wir wieder fest, dass ein Retransmit stattfindet. Das heißt, wir setzen unseren Threshold jetzt auf die Hälfte und fallen auch auf diesen Wert. Wir sind dadurch wieder über oder gleich dem Threshold und sind in der Congestion Avoidance Phase. Und jetzt haben wir kontinuierlich durch diese Fast Retransmit so eine Art Sägezahnverhalten und sparen uns aber den Fall auf eben ein Maximum Segment Size. Und wir sind dann immer kontinuierlich am halbwegs schnellen Senden. Okay, und das ist das komplette Bild mit den allen möglichen Zuständen, die wir haben können. Wir haben also eben am Anfang ein Slow Start Verhalten, das eben begünstigt, dass wir besonders schnell mit der Bandbreite hochschnellen, exponentielles Wachstum, bis wir ein Threshold erreichen. Hier taucht ein Timeout auf, fallen das heißt wieder auf 1. Wir haben aber unser Threshold, Sie müssen sich das vorstellen, dass das hier die Hälfte wäre. Sieht hier irgendwie nicht so ganz aus, aber im Gedanken ist es die Hälfte. Dann steigen wir mit Slow Start wieder dorthin. Dann folgt Additive Increase. Hier kommt ein Fast Retransmit Operation, weil wir einfach 3 Achse erhalten haben. Wir senken den Threshold auf die Hälfte, fallen noch darauf, dann Additive Increase, wieder Fast Retransmit, wir fallen wieder auf die Hälfte, senken den Threshold darauf. Hier kommt es wieder zu einem Timeout. Bei dem Timeout wird der Threshold auf die Hälfte gesetzt, wir fallen auf die 1, das ist zur Hälfte fast. Nicht fast, sondern Slow Start und ab da Additive Increase. Also diese Fälle haben wir eben. Sowohl bei der Congestion Vergrößerungsphase haben wir die 2 Fälle des Slow Starts, wo wir exponentiell wachsen, beziehungsweise in der Congestion Avoidance Phase, wo wir additiv wachsen. Sie haben also 2 Wachstumsoptionen und Sie haben 2 Optionen zum Datenverlust, einmal durch Timeouts, wo Sie auf 1 fallen und den Threshold auf die Hälfte setzen. Oder Sie haben die Option des Fast Retransmit, wo Sie auf die Hälfte fallen und Ihr Threshold auch dort gesetzt wird. Das heißt, 2 Optionen zu steigen, 2 zu fallen, diese sollten Sie kennen. Okay. Was haben wir also gelernt? Also die Transportschicht, Layer Nummer 4, hat eine große Aufgabe, eben das Multiplexing und Demultiplexing pro Prozess. Das heißt, die Pakete werden
direkt an die Prozesse adressiert, die mit Ports gekennzeichnet sind. Das ist schon mal der Kern. Und darauf aufbauend ist das Einfachste, was man machen kann, UDP, das noch zusätzlich in seinem Header ein Längenfeld hat, das angibt, wo das Paket endet, und noch eine Prüfsumme, die Hinweise darauf gibt, ob das Paket irgendwelche Störungen hat, weil die Prüfsumme nicht aufgeht. Das Kompliziertere ist TCP, was die zuverlässige Reihenfolge erhaltene Datenübertragung realisiert, indem Sequenznummern verwendet werden, um die Reihenfolge prüfen zu können und Datenverlust erkennen zu können. Acknowledgements, die auch helfen, um Datenverlust zu erkennen. Das heißt, man hat immer die Kontrolle, den Datenstrom zu kontrollieren. Wie weit sind wir schon? Wie weit ist es schon bestätigt? Mit dem Timeout kombiniert haben wir so ein Basisverhalten, dass wir eben einen Resend haben, wenn Daten verloren gegangen sind oder wenn die Reihenfolge nicht gestimmt hat. Damit es etwas effizienter ist, haben wir dann noch das Fast Retransmit, und damit ist schon realisiert, dass Pakete, dass die Reihenfolge erhalten wird, dass der Datenverlust abgefangen wird. Und dann hatten wir noch die Flusskontrolle, bei dem ganz simpel der Empfänger zurück übermittelt, wie viel er noch empfangen kann. Und wir hatten die Überlastkontrolle, welches auf beobachtete Timeouts und drei Duplicate X reagiert, indem es ein für den Sender spezielles Sendefenster verwaltet, das eben erlaubt, die Geschwindigkeit des Senders an das Netzwerkverhalten anzupassen. Wenn Pakete durchkommen, werden sie durch die Acknowledgements, wird das Sendefenster vergrößert, und wenn Daten verloren gehen durch Fast Retransmit oder Timeouts, wird das Sendefenster verkleinert. Und diese Verfahren zusammengenommen machen eben TCP aus. So, und jetzt haben wir also die Transportschicht soweit abgeschlossen. Wir wissen, wie Prozesse miteinander kommunizieren können, unter der Annahme, dass es irgendwie einen Tunnel zueinander gibt, in dem man einfach Pakete reinsteckt. Da passiert irgendwie was damit, vielleicht gehen Pakete verloren. Und auf der anderen Seite kommen die Pakete raus, vielleicht in einer anderen Reihenfolge, manche sind vielleicht verloren gegangen, aber das haben wir angenommen. Und jetzt schauen wir uns in der Netzwerkschicht an, wie diese Zustellung der Pakete von Host zu Host über mehrere Zwischenstationen realisiert werden kann. Okay. So. Das ist eine Verwirrung. Kapitel 3 betraf Schicht 4 und Kapitel 4 bespricht Schicht 3. Gut, wir sind jetzt also in der Netzwerkschicht. Was ist das Ziel der Netzwerkschicht? Die Netzwerkschicht hat das Ziel, eine Multi-Hop-Kommunikation im Internet oder im Netzwerk an sich zu realisieren. Das heißt, sie bietet einen Dienst an, das nach oben hin eben so eine Art Host-zu-Host-Kommunikation bereitstellt. Das heißt, wenn TCP das Paket übergibt, hat es ja schon die Ports verwaltet, und es möchte einfach nur, dass das Paket jetzt an Knoten X zugestellt wird. Und bei Knoten X wird es ausgepackt und wird geguckt, zu welchem Port gehört es, und zugestellt. Aber hier in dieser Netzwerkschicht müssen wir eben die Nachrichtenzustellung von Knoten A und Knoten B realisieren. Okay, und da gibt es die Begriffe Weiterleitung und Routing, die werden wir uns anschauen. Was ist Routing? Woher wissen die Knoten, wenn sie jetzt mehrere ausgehende Kanten haben, an welchen sie das Paket schicken müssen, damit es richtig ankommt? Wie findet man über tausende von möglichen Hops heraus, welche Pfade zur Verfügung stehen? Also wenn ich jetzt nach Brasilien routen will, woher weiß der Router hier in Düsseldorf, welche nächsten Hop er wählen muss, um irgendwo in Brasilien anzukommen? Wie kann man das eben skalierbar halten, weil das Internet hat ja sehr viele Teilnehmer? Wie kann man aber die Information, die jeder Einzelne verwaltet, so handhaben, dass es nicht zu viel ist, dass er überlastet wird, aber dennoch mit jedem Schritt, den das Paket geht, es seinem Ziel näher kommt? Und das Routing ist allgemein ein sehr spannendes Thema, weil Sie sehen werden, dass einfach sehr viel Dynamik auch drin ist. Also jeder Netzwerkteilnehmer im Internet ist ja dynamisch angeschlossen drauf. Ja? Also
Jetzt ist Ihr Smartphone noch online, bald offline und dennoch soll das Paket, das an Ihr Smartphone adressiert ist, ankommen und potenziell auch von einem Absender auf einem anderen Kontinent. Und das Paket muss seinen eigenen Weg finden. Wir schauen uns an, wie das realisiert wird. So, erstmal zu den Aufgaben. Die Aufgabe der Netzwerkschicht ist die Host-to-Host-Kommunikation. Ja, so auf Deutsch heißt Vermittlungsschicht auch oder im Englischen Network Layer. Und es nimmt eben die Pakete der Transportschicht entgegen, betrachtet aber nicht den Header. Also im Header steht ja sowas drin wie Portnummer, das ist für die Netzwerkschicht egal. Für die Netzwerkschicht ist interessant, wie ist die Netzwerkadresse. Also wir werden sehen, es gibt die IP-Adressen, da gibt es ja eine Menge von und das Ziel ist, mit jedem Schritt, mit jeder Weitergabe des Pakets, dieses Paket seinem Ziel näher zu bringen. Und da gibt es zwei Begriffe, Routing und Forwarding. Und sobald das Routing und Forwarding eben geklappt hat, das heißt, Schritt für Schritt das Paket näher an das Ziel gekommen ist, wird es ja letztlich irgendwann beim Empfänger ankommen und dort wird es an die höhere Schicht weitergeleitet und dort dann ausgepackt und dann schaut TCP nach, zu welchem Prozess gehört das, stimmt die Reihenfolge, dies und das. Aber jedenfalls die Netzwerkschicht realisiert die Host-to-Host-Multihop-Kommunikation. Okay, zu den Begriffen. Es gibt einmal den Begriff Forwarding und Routing. Dazu muss man wissen, dass jeder Router oder jeder Host eine Routing-Tabelle hat. Was ist eine Routing-Tabelle? Eine Routing-Tabelle ist eine Tabelle. Da steht zu allen möglichen Adressen ein Ausgangslink drin. Also jeder Router und jeder Knoten hat mindestens einen Ausgangslink. Meistens haben sie mehrere, also gerade Router, weil sie dann entscheiden müssen, über welchen dieser Ausgänge schicke ich jetzt mein Paket weiter. So, und da haben Sie also eine Tabelle und in dieser Tabelle steht drin, für die Adressen, jetzt müsst ihr das wieder raten, ich habe einen Stift nicht dabei, haben Sie eine Menge, also haben Sie x Optionen. Und wenn jetzt Adresse XY reinkommt, dann soll es zur Adresse da über Ausgangslink A gehen und wenn es, also jedenfalls müssen Sie, haben Sie so eine Tabelle. Ja? Und die Weiterleitung oder das Forwarding ist ganz stupide. Sie nehmen das Paket, das da einkommt, an, schauen sich die Adresse an, wo es hin muss, schauen in Ihre Tabelle und entscheiden dann, über welchen Ausgangslink Sie das rausgeben. Das heißt, das ist eine ganz lokale Entscheidung, die einfach nur darauf aus ist, zu vergleichen, das eingehende Paket, wo muss es hin, welche Adresse, zu welcher Adresse muss es, was sagt meine Routing-Tabelle, auf welches ausgehende Link muss ich setzen. Eine ganz lokale Entscheidung. Die Frage ist, woher haben wir unsere Routing-Tabelle? Wie sind die Routing-Tabellen so organisiert, dass sie dafür sorgen, dass die Pakete, wenn sie richtig geforwardet werden, ans Ziel kommen? Dazu brauchen wir eben unser Routing-Protokoll. Dazu müssen die Router miteinander kommunizieren, um geeignete Wege zu finden, um zu wissen, dass, wenn man zur Adresse X möchte, man hier lang oder da lang gehen muss. Das heißt, das Routing ist eine Kommunikation zwischen den Routern, Informationsaustausch, und das Ergebnis ist eine Routing-Tabelle. Das ist so der Zusammenhang. Das heißt, Sie haben normalerweise eine periodische Interaktion der Router untereinander, damit sie sich austauschen, damit sie das Netzwerk kennenlernen und damit sie die Routing-Tabelle aufbauen, für den Fall, dass ein Paket kommt. Und das Forwarding verwendet diese Routing-Tabelle, um eingehende Pakete weiterzuleiten. Das ist so die getrennte Funktionalität. Ja, also das eine erzeugt die Routing-Tabelle, das andere verwendet sie. Warum ist das so? Das ist so, weil man das Routing-Protokoll gerne austauschen möchte. Also man möchte je nach Netzwerkart einfach mal Routing-Verfahren A oder B verwenden. Das entscheidet, wie die Routing-Tabelle erzeugt wird. Aber das Forwarding ist schon immer gleich. Das nimmt einfach die Routing-Tabelle, also berücksichtigt und sendet die Pakete weiter. Wie die Routing-Tabelle erzeugt wurde, ist für das Forwarding eigentlich egal. Das hier wird oft in Hardware besonders effizient gemacht.
Und wie das Routing-Verfahren, das beinhaltet schon ein Protokoll, das ist schon ein bisschen teurer auch. Das sind zwei wirklich unterschiedliche Aufgaben. Ich habe auch Vorträge gehört zum Thema optimiertem Forwarding, wo wirklich es darauf ankam, wie viele Bits in der Adresse schon eingelesen wurden, damit es noch ein Tick schneller gemacht wird. Beim Routing-Verfahren ist es oft etwas zweitrangig. Okay. Schauen wir uns also an, wie nochmal so das Bild ist. Also Sie haben die verschiedenen Hostgeräte und Sie haben die Router im Netzwerk, die selber keine höheren Schichten als die Netzwerkschicht haben. Das heißt, hier irgendwo hinten hängt noch so ein Gerät, ja, das ist ein Host. Das hat alle 5 Schichten, also von der Physical Layer, Data Link Layer, also oder Mac Layer, Netzwerkschicht, dann Transportschicht und Application Layer. Hat also die zumindest noch die Anwendungsschicht in die Transportschicht und dann Schicht 3. Und die hier, die Router, die gehen nur bis Schicht 3. Die haben keine Transportschicht, die können kein TCP/UDP, die können keine Anwendung, die können nur Nachrichten weiterleiten. Und jedes dieser Router hat eben so eine Routing-Tabelle, das entscheidet, wenn als Adresse dies oder jenes oder drin steht, dann soll der ausgehende Leitung 1, 2 oder 3 sein. Und der Routing-Algorithmus, wie eben erklärt, füllt diese lokale Routing-Tabelle, Weiterleitungstabelle. Und wenn jetzt eben ein Paket ankommt, 01 mit dem Wert im Header, also es wird irgendwann eine Adresse sein, 0111, dann schaut für das Forwarding unser Router in seine Tabelle und stellt fest, aha, für diesen Eintrag muss ich es über Ausgangsleitung 2 schicken. Und das macht es und dann ist dieses Paket verarbeitet. Ja. Noch ein bisschen technische Ergänzung, das werden Sie gleich sehen. Also es ist natürlich dann noch ein Puffer involviert, weil es braucht etwas Zeit, das loszuschicken. Es wird nicht gleich durchgenudelt, sondern erst wird es in den Puffer von dem Router gespeichert. Wenn das Paket dann dran ist, wird in die Routing-Tabelle geschaut und dann wird es abgeschickt. Okay. So, und jetzt kann man dieses Routing vielfältig machen. Man kann es theoretisch, hat man auch früher das so gemacht, es mit oder mit Verbindungs- oder ohne Verbindungsaufbau realisieren. Es gibt nämlich andere alternative Netzwerkarchitekturen, die nicht dem Internet entsprechen, wie früher das populäre Asynchronous Transfer Mode, das über Telefonverbindung realisiert wurde auch. Und da war der Grundgedanke, dass bevor man so eine Ende-zu-Ende-Kommunikation hat, ja, von Host zu Host, die Weiterleitung, über multiple, also über mehrere Hops, dass man zunächst, wie beim Telefon, erstmal eine Verbindung aufbaut, dann hat man die Verbindung aufgebaut, die Verbindung steht und dann kann man Daten drüber schieben. Also eigentlich wie ein Telefonanruf über mehrere Hops. Okay. Ist im Internet nicht so, aber die Optionen sollten Sie dennoch kennen. Und dieses Dienstmodell, also das Netzwerk als, dieses Verbindungsaufbaus und der damit einhergehenden Dienstgüte unterstützt oder nicht, springen wir erstmal hierher, wir kommen erstmal dazu, wann das sinnvoll ist und wann nicht. Also schauen wir uns erstmal an, wie das Internet das realisiert. Das hat keine Bandbreitengarantien, keine Garantie gegen Verlust, keine Reihenfolgehaltung, keine Zeitgarantie und es gibt keinen Hinweis auf Überlast. Ja, also wenn Sie UDP nutzen, haben Sie das alles nicht und das muss man auf höheren Schichten realisieren. Und das nennt man Best Effort, wenn es eben klappt, dann klappt es, wenn nicht, dann nicht. So, und das Asynchronous Transfer Mode hatte noch zwei andere Alternativen, entweder ein Constant Bitrate, das heißt, wenn Sie eine Verbindung aufgebaut haben, dann haben Sie Anspruch auf eine konstante Bitrate zu Ihrem Empfänger. Das heißt, Sie hatten eine bestimmte Bandbreitengarantie, eben eine konstante Bandbreite, Verlustfreiheit wurde Ihnen garantiert, weil diese konstante Bitrate wurde eben mit Sicherheit zugestellt, in der richtigen Reihenfolge, naja, wie lange es gedauert hat, naja. Aber Überlast trat auch nicht auf, weil sie eben ihre konstante Bitrate nicht überschreiten durften. Oder es gab ein Asynchronous Bitrate, das zwar nicht
eine konstante Bitrate garantierte, aber ein Minimum. Das heißt, sie konnten mehr senden, als sie wollten. Aber es konnte natürlich passieren, also sie hatten ein Minimum garantiert, aber wenn sie mehr senden, dann können Pakete verloren gehen. Es kann nicht sichergestellt werden, dass alle in einer gewissen Zeit ankommen, weil eben noch Verlust auftreten kann. Im Gegensatz zum Constant Bitrate, da wussten sie, wenn sie einmal die Verbindung aufgebaut haben, wie beim Telefon, werden alle ihre Pakete gleichmäßig verarbeitet und sie haben noch zeitliche Garantien. Also es gibt keinen Puffer, der sie ausbremst, weil jeder seine eigene Reservierung hat. Was aber hier beim Asynchronous noch realisiert wurde, ist jedenfalls die korrekte Reihenfolge und es gibt Überlasthinweise. Also das Netzwerk selbst kommuniziert mit ihnen und teilt ihnen mit, da ist eine Überlast. Das geht ein bisschen weiter auch als TCP. Diese Dienstmodelle, also wir werden die Besonderheiten dieser Dienstmodelle später nochmal kennenlernen, nur damit Sie die mal sehen. Schauen wir uns erstmal an, wie sehen denn, also ich möchte Ihnen noch erstmal mehr so ein bisschen Theorie und Hintergrund darstellen, bevor wir dann auf das Internetprotokoll und die möglichen Routing-Verfahren kommen. Das ist dann immer, also Sie werden sehen, in der Vorlesung ist immer so aufgebaut, erstmal haben wir so einen theoretischen Teil, wo wir darüber reden, wie kann man das allgemein machen, dann schauen wir uns das an, wie ist es im Internet gemacht, dann schauen wir uns wieder an, welche Routing-Ansätze prinzipiell gibt es, und dann schauen wir uns an, wie ist es konkret im Internet, nur damit Sie einmal Theorie kennenlernen und dann, wie ist es in der Praxis umgesetzt. Schauen wir uns also an, Datagramme und virtuelle Leitung. Wir haben hier quasi die Doppelung der Funktionalität oder der Eigenschaften, die wir auch bei TCP und UDP hatten. UDP war ja letztlich verbindungslos, man hatte einfach Pakete losgeschickt. TCP hat erst eine Verbindung aufgebaut, hat dafür aber Qualitätsgarantien geboten, war aber aufwendiger. Dasselbe können Sie auch auf der Netzwerkebene machen. Sie können ja das Netzwerk an sich verbindungsorientiert gestalten. Das heißt, wenn Sie eine Host-zu-Host-Kommunikation wollen, wird eben erstmal eine Verbindung aufgebaut und mit gewissen Qualitätseigenschaften. Oder Sie können das Netzwerk verbindungslos realisieren. Das nennt man ein Datagramm-Netzwerk. Bei dem einfach die Pakete losgeschickt werden. Jedes sucht seinen eigenen Weg. Das sind so die zwei gegensätzlichen Umsetzungsmöglichkeiten von Netzwerken. Also beim verbindungslosen Netzwerk haben wir wieder, wie bei UDP, sind es ja letztlich Pakete, die individuell auf den Weg gesetzt werden. Und beim verbindungsorientierten Netzwerk haben wir sogenannte virtuelle Leitungen. Sie können sich dann wirklich so vorstellen wie bei den Telefonleitungen. Sie bauen erstmal die Verbindung auf, wenn sie steht, auch wenn mehr Knoten dazwischen sind, haben sie eine Leistung garantiert mit einer Durchstellrate, mit einer Reihenfolgeerhaltung und Ähnlichem. Das heißt wirklich ganz analog, nur dass wir hier eben Host-to-Host-Kommunikation haben und im Gegensatz zu der Wahlmöglichkeit auf der Anwendungsschicht, wo Sie sich entscheiden zwischen TCP und UDP, ist es aber so, dass das Netzwerk entweder das eine oder das andere unterstützen muss. Also Sie können kein Netzwerk haben, das auf der einen Seite virtuelle Leitung mit festen Reservierungen hat, aber zusätzlich noch ganz wilden Datentraffic, der sich nicht an die Reservierung hält. Also entweder halten sich alle an die Reservierung, dann ist es verbindungsorientiert mit virtuellen Leitungen, oder es gibt eben keine Reservierungen und dann ist eben verbindungslos. Wenn Sie jetzt ein verbindungsloses Netz haben, so wie das Internet, können Sie dennoch diese zusätzliche Funktionalität, die Sie wollen, verbindungsorientiert eben noch darüber setzen. Also das Internet mit TCP oben drüber funktioniert immer noch gut. Sie können noch ein verbindungsorientiertes Netzwerk haben mit einem UDP darüber, würde auch gehen. Also die Schichten sind ja unabhängig voneinander. Okay, schauen wir uns nochmal die virtuellen Leitungen an. Also wenn wir jetzt so ein Netzwerk hätten, das eben auf virtuelle Leitungen setzt, dann ist es wie eine Telefonleitung. Sie müssen erstmal die Verbindung aufbauen von Host zu Host. Sie müssen die Reservierung bestätigt bekommen von jedem Zwischenknoten und dann können Sie diese Verbindung nutzen. Wir wollen aber, wenn wir so eine virtuelle Verbindung aufbauen, wie eine virtuelle Leitung, müssen wir ja diese Reservierungsinformationen verwalten. Ja.
Und diese Verwaltung soll aber lokal geschehen, weil das Internet ist ja potenziell riesig, da will ich nicht wissen, was der dort hinten macht, sondern ich will es nur in meinem begrenzten Radius wissen. Und dazu verwendet jedes Paket ein Virtual Channel Identifier, das angibt, zu welcher virtuellen Leitung er gehört. Und es ist keine Zieladresse. Dieser Virtual Channel Identifier kennzeichnet aber für den reservierten Weg, wie mit diesem Paket umzugehen ist. Und jeder Router, der Teil dieses virtuellen Channels ist, also vom Pfad, vom Sender zum Empfänger, weiß jetzt, weil es individuell den Zustand zu dieser Verbindung verwaltet, wie es mit diesem Paket umgehen muss. Das heißt, es weiß, wohin muss es das senden und wie viel Bandbreite ist dem zugeordnet. Genau, also Ressourcen sind den virtuellen Leitern zugeordnet. Okay. Also das heißt Bandbreite, vielleicht auch wie lange es maximal im Puffer warten soll, ähnliches. Was gehört alles zu diesem virtuellen Channel, zu der virtuellen Leitung? Das ist einmal der Pfad vom Sender zum Empfänger. Und ein Pfad beinhaltet auch wirklich den Sender zwischen Knoten A, zwischen Knoten B und alle, die da beteiligt sind. Und aus der lokalen Sicht, also wenn ich jetzt nur diesen einen betrachte, dann muss er ja wissen, wer ist sein Next Hop, also der hat ja potenziell mehrere ausgehende Leitungen. Und er muss eben wissen, dass das eben der Eintrag in der Weiterleitungstabelle. Er muss wissen, welche Eigenschaften welchen Zustand dieser Virtual Channel hat und wie der identifiziert ist, also wie ist der Identifier, der zu dieser speziellen Leitung gehört. Und wenn jetzt, egal welches Paket jetzt eben ankommt und es hat den Virtual Channel Identifier X, da schaue ich in meine Tabelle nach, habe ich einen Eintrag für Virtual Channel X und dann kann ich eben auslesen, Next Hop ist dieser Nachbar, was weiß ich, B. Und ich muss das Paket so und so behandeln. Okay, ein Problem ist immer, wenn man ein riesen Netzwerk hat und man verwendet Identifier. Ja, also diese Identifier, das ist ja letztlich irgendeine Nummer. Wie kann ich das denn in diesem riesigen Netzwerk koordinieren, wer welche Identifier verwendet? Das ist schon ein Problem, weil die können doppelt auftreten und plötzlich habe ich hier Reservierungen, die auf denselben Identifier laufen. Daher ist eine wichtige Aussage bei diesen Virtual Channels, dass die Identifier von Link zu Link unterschiedlich sein können. Das heißt, der Virtual Channel Identifier, den dieser Knoten verwendet, ist vielleicht anders als der, den sein Nachbar verwendet. Das heißt, jeder verwendet seine eigenen Virtual Channel Identifier Räume. So, und damit die dennoch wissen, dieses Paket gehört zu dieser Reservierung, wird bei der Übersendung an den nächsten dieser Virtual Channel Identifier angepasst. Okay, mal ein Beispiel, ja, weil sonst wird es zu kompliziert. So, jetzt haben wir hier in Knoten A und wir sind jetzt in R1. Und der hat zu der Virtual Channel Identifier Nummer 12 folgende Information. Das Paket wird über diesen Pre-Hop kommen, also von dort wird das Paket kommen. Es soll hier über die 2 raus. Und bei meinem Nachbarn, den ich über die 2 erreiche, hat sie Virtual Channel Identifier Nummer 22. Das heißt, was weiß unser Router 1? Er weiß, wer sein Vorgänger im Pfad ist, wer sein Nachfolger im Pfad ist. Und er weiß, dass sein Nachfolger die für seinen Nachfolger lokal relevante Virtual Channel Identifier Nummer 22 verwendet. Das heißt, unser R1 kann ruhig den Virtual Channel Nummer 12 verwenden für diese virtuelle Leitung. Und sein Nachbar kann die Virtual Channel Identifier 22 verwenden. Das stört ihn nicht. Und wie es sonst im Netzwerk realisiert ist, interessiert ihn auch nicht, weil er einfach seine lokale Sicht hat und er muss nur dafür sorgen, dass sein Nachbar die richtige lokale Sicht hat. Und so kann jeder Zwischenknoten auf dem Pfad das Paket der richtigen virtuellen Leitung zuordnen und es können sich im Netzwerk ruhig die Virtual Channel Identifier mehrfach wiederholen
Die müssen nicht eindeutig sein. Es muss nur eindeutig sein in dieser kleinen, in diesem Mikrokosmos. Die müssen wissen, was die Nachbarn für Virtual Channel Identifier verwenden für diese Reservierung. Und diese lokale Sicht erlaubt eben, dass das System skaliert. So, und jetzt kommt eben ein, was gehört dazu? Wenn wir jetzt eben eine Verbindung aufbauen wollen, dann müssen wir erstmal signalisieren, dass wir den Bedarf haben. Ganz wie wir das schon mal gesehen haben bei der Einleitung, gibt es erstmal eine Art Reservierungsprotokoll, das durchgeht und schaut, gibt es genügend Ressourcen. Es findet also den Weg, es läuft also den Pfad entlang, mulkt, also hopp für hopp. Und jeder dieser Router prüft, ob er genügend Ressourcen bereitstellen kann. Wenn ja und das alles bestätigt wird, dann reservieren Sie das und setzen sich die Virtual Channel Identifier richtig. Und danach, wenn das Paket dann kommt, dann berücksichtigt jeder Knoten im Folgenden diese Reservierung. Okay. Ich möchte jetzt die Vorlesung eigentlich gerne hier beenden, weil ab hier geht es los mit den Datagramm-Netzwerken und dann steigen wir in den IP. Und es wird eine recht andere Welt. Das heißt, morgen ist ein Feiertag, wie ich es richtig weiß. Und dann sehen wir uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.